Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Jawohl, ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt. Juhu, ole ole. Ich stehe hier wieder bei dem Kenny, der... was ist Kolob? Der steht hinten. Da habe ich den kleinen Caterpillar wieder draufgeladen. Ja, und ja, jetzt werde ich hier mal noch mal was anderes probieren. Und zwar, Frank, du hattest mir in die Kommentare geschrieben, dass man den mit dem Kran auch so reinkriegen würde und dass sich das Kabel quasi durch das Dach backt. Okay, habe ich jetzt so beim letzten Mal nicht so wahrgenommen, aber ich werde das jetzt mal ausprobieren und mal schauen, ob das funktioniert. Weil wenn ja, okay, dann wird es ja funktionieren. Auch wenn das jetzt hier gerade ein bisschen, Moment, eng ist. Winde heben, senken, senken ist Viereck. Okay, probieren wir es mal. Ah, Tatsache, es backt sich da wirklich durch. Okay. Ja gut, dann würde das auch ein bisschen besser, obwohl, warte mal, ah, ich sehe nichts. Ein bisschen besser funktionieren. Zack, okay, wir hätten den ersten drin. Ja, das ist okay. Das wusste ich nicht. Das ist, ja gut. Das kann man dann so auch machen, ne? Das funktioniert dann auch. Obwohl, ne, warte mal. Machen wir mal. Ah, ne, halt, stopp. Stopp, stopp, stopp. Wenn du lösen. Genau, so. Einmal ein bisschen umstellen hier. Ja, gut. Das ist ja dann ein bisschen einfacher. Das funktioniert ja dann wirklich besser. Das wusste ich nicht. Dadurch, dass ich die nicht so lang hatte, das Kabel quasi von dem, also die Seilwinde quasi, ist mir das auch nicht irgendwie aufgefallen, außer dass sich das Ding jedes Mal irgendwie mehr oder weniger, ja, verhakt hat. Aber dann geht das auch. Okay, dann kann man das auch so machen. Dann brauchen wir halt, stopp. Ah, ich sehe nichts. Heben das bisschen. Dann sollten wir das auch so hinbekommen. Wow, okay, alles klar. Hat sich schon erledigt. Sehr schön. Na endlich. Oh Gott, die Aufgabe ist fertig. Juhu. Stufe abgeschlossen. Oh Gott. Ernst? Och, komm mal. Wiederbelebung der alten Minen. Lieferung zur Goldmine. 6-mal Stahlträger. Da steht da. 8-mal Holzplanken, kleine Rohre, Betonblöcke und Rückenbereich 2. Ach, nö. Nö, nö, nö. So, Moment, Winde lösen. Das machen wir jetzt hier erstmal wieder alles rückgängig. Ole, ole. Kran wiederherstellen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Also, wer hätte damit noch gerechnet? Wahrscheinlich niemand. Also, ich zumindest nicht. Hui, okay, so, Moment, warte mal, jetzt machen wir hier erstmal Motor abstellen. Jetzt erstmal ganz entspannt, ne? Also, so tiefenentspannt war ich, glaube ich, noch nie, wie jetzt gerade. So für die nächsten 2,5 Minuten vielleicht. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir nichts mehr. Okay, da müssen wir ja dahin. Wiederbelebung der Minen. Okay, das ist jetzt eine neue Aufgabe. Ach du Scheiße. Förderbandanlagen sollte ich hier ganz als letztes machen. War ja der Tipp von dir, Frank. Ne? Vielen Dank. Apropos, du hattest mich auch nochmal angeschrieben wegen zusammen hier so auch hier so Community-mäßig was machen. Ja, wir müssen mal irgendwie Kontakt aufnehmen da. Ne? So, Fabrik-Hauptgebäude. Was haben wir denn hier? Gott, Ziegel. Zu großer Lachsberg. Nee, 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 nee. Zu großer Lachsberg bringe ich jetzt erstmal nicht. Großer Lachsberg. Großer Lachsberg. Bildshaus. Oh Gott, nee. Stämme auf gar keinen Fall. Noch mehr Stämme auf gar keinen Fall. Was ist das? Großer Lachsberg. Ja, moin. Dann bleibt uns ja nur noch die Aufgabe. Ja, gut. Ja, gut. Stahlträger. Okay, dann wollen wir mal wieder loslegen. Ach, nö. Schon wieder fahren, bis die Schwarte kracht.
Wir brauchen Stahlträger, wir brauchen Holzplanken, wir brauchen kleine Rohre. Wo haben wir die kleinen Rohre nochmal gehabt? Irgendwo hatte ich kleine Rohre. Mach erstmal den Weg hier weg. Wo hatten wir kleine Rohre? Da im Lagerhaus. Ich hoffe, da sind auch noch welche. Betonblöcke. Nein, da sind keine mehr. Holzplanken. Das ist schon wieder so eine Fahrerei, die ist echt wieder wow. Stahlträger hier, was? Haben wir auch schon geholt. Gut, okay, schauen wir mal. Dann muss ich ja jetzt erstmal. Moment, schauen, was haben wir denn? Wir kommen jetzt. Warte, wo bin ich hergekommen? Von da. So, dann könnten wir hier schon mal. Halt, stopp. Alles bleibt, wie es ist. Wir fahren hier rüber, fahren hier durch, sammeln die Holzplanken hier ein. Was brauchen wir noch? Betonblöcke. Da ist eine Holzstation. Kriegen wir bei der Holzstation auch Holzplanken? Wahrscheinlich. Ja, würde ich sagen, sammeln wir die ein und dann gucken wir mal, ob wir hier rüberkommen. Klingt am Plan, obwohl. Ist der Plan gut? Weiß ich nicht. Wo ist die Mine? Ah, die ist hier oben. Ja, ich glaube, der Plan ist gar nicht so schlecht. Machen wir. Ziehen wir jetzt so durch, würde ich sagen. Ach so, warte mal. Wie viel brauchen wir? 8. Naja, gut, ist egal. Stahlträger muss ich dann nochmal schauen, wo ich die jetzt herkriege. Wahrscheinlich wird es in dem Lagerhaus dann nichts mehr geben, ne? Meine ich zumindest, dass wir da nichts mehr hätten. So, warte mal, wo ist jetzt hier die beste Überfahrt? Ich glaube da, ne? Oder ist das richtig? Kommen wir hier durch? Oh ne, warte mal. Halt, stopp. Obwohl doch hier. Könnte funktionieren. Ja, das sieht gut aus. Das nehmen wir. So, was hätten wir denn hier noch? Ziegel, ja, die brauchen wir aber gerade nicht. Dann fahren wir mal. Moment. Wo ist denn das jetzt? Ich muss mal auf die Karte gucken. Steinrahmen. Holzrahmen, da müssen wir hin. Wie kommen wir denn da hin? Einmal hier irgendwie. Geht's da durch? Wahrscheinlich irgendwie hier so. Schauen wir mal. Machen wir Licht an. Ah, ja, gut, okay. Ob hier Licht an oder aus ist, das spielt eigentlich bei dem keine Rolle, leider. Moment, erstmal. Ah ja. Nochmal schnell einen Check, ob mein Mikrofon nicht wieder entgemutet ist. Das wäre es jetzt schon wieder. Kann man hier langfahren? Halt, stopp. Da geht's auch rum. Oh, was eine Kurverei hier. Dafür ist der Anhänger natürlich auch ziemlich lang, ne? Also gut, ist jetzt nicht der längste Anhänger, aber. Da geht wahrscheinlich noch mehr. Oha. Kommen wir da durch? Hier komm hier du. Nein, da nicht. Na komm. Oh, was für ein Wald hier. Was ist hier los? Wo muss ich denn hin? Da. Komm ich da hin? Ist irgendwie hier durch. Da komme ich durch. Stopp, stopp, stopp. Wahrscheinlich ist das gerade der beschissenste Weg ever, ne, den ich hier gerade fahre. Oh, fuck. Oh, scheiße, das habe ich nicht gesehen. Ah, nein, das habe ich nicht gesehen.
Nein, 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 nein. Oh, nö. Das ist jetzt schlecht, wenn ich mich jetzt hier festhänge. Halt, stopp. Was? Winde anbringen. Was? Wir können schon... komm, zieh! Jawohl. Ja, 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 genau. Danke. Sehr schön. Genau so war das geplant. Ja, dann gucken wir mal, dass wir hier rumkommen. Alter, ich suche mir hier aber auch Wege, ne? Die sind echt unfassbar. So. Verdachte die Verwaltung, ne? So, was brauchen wir? Holzplanken. Ja, nehmen wir, ne? Zack und zack. Haben wir schon mal die ersten zwei am Start. Läuft. Läuft! Und wahrscheinlich gucke ich jetzt hier und hier ist ein einfacher Weg, wo ich hätte langfahren können. Ne? Ich könnte mal ein bisschen weiter raus. So, jetzt muss ich hier rüber. Ne, warte mal, wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Ist das eigentlich clever? Kommen wir hier nicht rüber? Ich müsste mal gucken, hier rüber zu kommen. Das wird doch hier drüben einfach einfacher. Schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da absaufe. Lass mal schauen. Da muss ich hin. Da drüben muss ich hin. Schauen wir mal, vielleicht kommen wir darüber. Ja, hier kommen wir safe rüber. Auf Tiefen entspannt. Mal hier schnell den LKW ein bisschen anfeuchten, ein bisschen sauber machen. Zack, läuft. So, noch mehr Holzplanken, jawohl. Zack, zack, her damit. So, und nun fahren wir dahin. Das heißt, wir fahren hier außen rum. Hier rum ist am einfachsten. Okay, vielleicht nicht unbedingt über jeden Stein, den ich hier erwischen kann. Wäre vielleicht nicht schlecht. Was ist das denn hier für eine Hütte? Es hört sich an, als würden wir da volles Programm durchbrechen, ne? Wow. Geiler Baum. Guck mal, das vertrocknete Ding da hält besser. So, sehr schön. Boah, das Licht, ne? Das ist so hell. Screenshots impossible. So, und... ja, zack, geht ja nur noch einer. So, jetzt mal hier gucken. Wir müssen... warte mal, wo ist die Mine? Ist ja nix. Mine war hier drüben, ne? Jawohl. Ich bin aber jetzt hier, warte mal, jetzt kommen wir hier rum. Irgendwo sind wir hier nicht irgendwo schon mal rüber gefahren? Hab ich das nicht hier irgendwo schon mal probiert? Ich würde nämlich auch noch gerne gucken, ob ich hier auch... ja, müsste ich ja eigentlich Holzplanken bekommen, ist ja eine Holzstation. Ne? Und dann hier wieder hoch. Eben. Theoretisch müsste ich einfach wieder zurückfahren. Ja, nicht nur theoretisch, auch praktisch, ne? Link. Hallo. Achso. Ich wollte gerade sagen, warum fährt er nicht zurück? Klingt ein bisschen blöd jetzt, dass ich jetzt hier den gleichen Weg wieder zurückfahre, aber... da müssen wir hin. Irgendwo dahin. Muss ich hier nur noch irgendwie... einen geileren Weg finden, um zu drehen.
ist aber auch ein riesen Vieh von LKW, ne? So, zack. Und dann hätten wir 5 von 8 schon mal erledigt. Oh, ist doch schon mal was. Ist die Frage, kommen wir da rüber? Ja, wir kommen da rüber. Oh, oh. Ja, noch sind die Holzplanken trocken. Läuft. Da kommen hier mal Lastengang rein. Jawohl, zack. Oh, ich muss immer schauen. Das müsste mal richtig sein. Alles klar. So, das heißt, wir würden jetzt hier durch den Mock fahren. Hallo? Kann ich mal, hallo? Ich will das markieren. Okay, dann nicht. Danke. Ah. So, da durch den Mock. Dann irgendwie hier wieder rum. Und da wieder irgendwie. Wo bin ich denn jetzt hier rüber gekommen? Da. Ja, wir können auch hier. Es geht auch. Wir können auch hier lang fahren. So. Und so. Und dann fahren wir hier hoch. Und dann einfach hier rauf. Und da rauf. Und dann sind wir auch quasi schon da. Läuft! Ja, ich sag, das wird hier heute eine etwas ruhigere Folge. Wobei, man soll den Tag nicht vorm Abend loben, oder wie war das, ne? Weil wenn ich sehe, wie ich hier schon wieder Schräglage habe. Wie war das? Alles über 45 Grad ist nicht mehr abfangbar, ne? Dann ist der Unfall unvermeidbar, oder wie schreiben sie es in den... in der Info beim Ladebildschirm. Na ja, komm. Rip dich mal hier durch, bitte. Okay, dauert was länger, aber hey. Ich wollte eigentlich den Baum da haben, aber hey. Ja, so weit, so gut. So, hier fahre ich aber auch schön durchs Wasser. Solange wir hier ein bisschen Grip haben, ist alles gut. Hey, so. Einmal hier rüber. Dann darüber und dann sind wir schon quasi da. Sehr schön. Ah, läuft doch. So, Stahlträger. Stahlträger bin ich echt noch am überlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch irgendwo Stahlträger rumfliegen habe. Muss ich echt mal gucken. Wenn jetzt hier keine mehr sind, Frank, wo würde ich welche finden? Halt, stopp, Moment. Ich war falsch. Wahrscheinlich wieder andere Map, richtig? Oder könnte ich die theoretisch herstellen? Das habe ich, Stahlträger oder so habe ich nämlich noch nicht gemacht. So, warte mal. Ja, hier sieht gut aus. Ah, Mann! Denk doch. Wir räumen die Bäumchen da weg. Die braucht kein Mensch. Und jetzt hier irgendwo rüber. Sehr gut. Lass den Gang. Und wir gehen schwimmen. Oh Gott. Gefährlicher Wasserstand. Uiuiui. Uiuiui. Auch sind sie trocken. Auch sieht's gut aus. Jawohl. Sehr schön. Ja, und den Berg, den kennen wir hier schon, ne? Den sind wir ja schon mal gefahren. Nice. Ey, das... Uppala.
Oh, sorry. Das sind aber, wow, ne? Schon wieder so ein Sammel- und Frachtauftrag, der nicht gerade klein ist. Läuft, ne? Richtig hart. Was halt eigentlich ganz gut wäre, ne? Zweimal Stahlträger und dann noch eine Holzplanke oder was muss man noch? Kleine Rohre würde, glaube ich, auch noch gehen. Betonblöcke. Müsste auch gehen. Das große sind die Betonplatten, ne? Na komm. Einmal hier rum. Jawohl. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch hervor. Also so läuft's doch, ne? Muss man sich nicht aufregen. Kann ganz entspannt hier rauffahren. Läuft. So stelle ich mir das vor. Aber gut, andererseits, ne, dann habt ihr nichts zum Schmunzeln, wenn ich mich aufrege. Aber das war auch, muss ich dazu sagen, eine Folge beim letzten Mal, wo wieder nichts geklappt hat. Auch schon davor in den Let's Plays hat nichts geklappt und... Wenn man aber dann weiß, okay, das Video muss aber morgen fertig sein. Oder halt dann dementsprechend. Wenn man weiß, okay, mir läuft die Zeit davon, dann wird man ein bisschen nervös. So, die ersten 5 Holzplanken sind im Anmarsch. Jawohl. Damit sie jetzt nicht noch irgendwo umfallen. Bin ich wieder am Rad? Was muss denn jetzt hier? Was? Wiederbelebung? Nein, nee, was bauen die denn jetzt hier noch? Achso, wir haben jetzt erst das Gebäude gebaut und jetzt fangen die an, da den Tunnel wieder auszubuddeln. Oder? Moin. Läuft bei denen. Ich da eigentlich jetzt Geld für bekommen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das ist quasi der zweite Teil von dem Auftrag, oder was? Oh Gott. So, zack. Zack. Na komm, was damit? Jawohl. So. Juhu, die ersten 5 haben wir schon mal. So, Moment, warte mal. Motor abstellen, dann wollen wir jetzt mal schauen, ne? Wenn wir jetzt hier, gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Was haben wir denn hier? Warte mal. Lagerhaus. Welches ist denn das hier? Jawohl. Oh, cool. Da sind sogar noch 2-mal Stahlträger und 2-mal Betonblöcke am Stissel. Ja, das gefällt. Die nehmen wir doch direkt mit. Also, auf geht's. Das gefällt. Die nehmen wir mit. Dann passt das doch schon mal. Das ist ja nicht schlecht, ne? Und dann ist das Lagerhaus auch leer, ne? Ich glaube, dann ist es komplett leer. Mehr war ja jetzt nicht drin, ne? Gut, wir müssen jetzt trotzdem hin und her fahren, weil... Nee, einen Betonblock müsste ich mitkriegen. Ja, gut, müssen wir trotzdem hin und her fahren. Naja, macht ja nichts. Dann fahren wir da runter, laden dann nochmal Betonblöcke auf. Warte mal, wie viel? 3 brauchen wir davon noch. Ach so, wo sind jetzt hier? Da ist das Schild. Ist das jetzt die Stelle, wo ich hier direkt runterfahren konnte? Ja, Tatsache. Auf jedes, direkt darunter, sind wir schon da. Ja, hier ist das Schild. Sehr gut. Langsam.
Nicht überhastet hier, ne? So, 557 Liter Sprit haben wir noch. Passt auch. Dann cruisen wir nämlich hier auch direkt wieder hoch. Aber den Krempel schon mal weg. Dann haben wir den Krempel schon mal weg. Warte mal, schon mal hier rum. Gute Idee. Ja, passt. Und wenn ich mir vorstelle, ne, das müsste ich mit irgendeinem herkömmlichen LKW hier machen. Alter Schwede, wäre ich ja noch in 100 Jahren nicht fertig mit dem Kram. Wobei, was mir mal aufgefallen ist, ich habe voll die Probleme, wenn ich den Anhänger abkoppel, den wieder anzukoppeln, weil der halt, wenn er auf den Stützfüßen steht, niedriger ist als der Kenny. Letztens mal voll die Probleme gehabt, dann musste ich ihn irgendwo durch die Gegend schieben, dass er irgendwie in so ein, quasi mit der Hinterachse auf ein, in so ein Loch reinfährt. So, Metallrollen haben wir keine mehr, Betonplatten brauchen wir nicht, Stahlträger, die brauchen wir. Richtig? Ja. Einmal, zweimal. Brauchen wir nicht. Und dann nehmen wir noch einmal Betonblöcke mit. Dann haben wir die auch am Schlüssel. Fertig. Passt. Dann bringen wir die schon mal darauf. Also, aber echt. Das sind immer Monsteraufträge, ne? Die sind echt krass. Naja, schauen wir mal. Moment, wo bin ich jetzt hergekommen? Von da oder? Ich stehe. Halt, warte mal, wo stehe ich denn jetzt hier? Hä? Hier wird mir nur ein Weg angezeigt. Mal im Ernst, warum? Ja doch, ist richtig. Das hat jetzt auf dem Bild so, auf der Karte so komisch ausgesehen. Ja gut, hier sehe ich jetzt auch die Reifenspuren wieder, ne? Jetzt ist logisch, okay, jetzt passt. Ich dachte gerade, hey, was ist denn hier los? Komm, ich leider im Matsch gerade nicht sehen, ne? So, einmal wieder auf da. Los. Schlepp dich da hoch. Bitte, bitte. Und dann haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Oh ja, da sind wir ja richtig gut vorwärts gekommen, diese Folge. Hey. Kann man ja nicht meckern, ne? Zumindest bis hierhin. So, nur noch schauen, was noch in den anderen Lagerhäusern so zu holen ist. Meine haben wir ja schon einiges abgegrast, ne? Also auch schon wieder so eine Mordsfahrerei dann wieder. Naja, gut, okay, egal. Ich weiß gar nicht, was noch am Bahnhof noch alles ist. Muss ich auch nochmal schauen. Aber da können wir sowieso vorbeifahren, da können wir nochmal tanken gehen. Wir müssen jetzt eh nochmal hier runter, die eine Ladung Betonblöcke da noch holen.
Können wir eh in die Richtung. Kling, kling, krumm. Ja, da hinten am Scheppern ist er. Wow, ist da unten. Aber jetzt irgendwo abschmieren, ne? Da wirst du komplett abdrehen. Da sind wir wieder. Ich wollte gerade sagen, konnte man nicht irgendwo hupen? Alter, der hat aber auch. Hört sich eher an wie ein Schiff. So. Schönen guten Tag. Hier ist der nächste Krempel. Zack. Zack. Und, zack. Was? Achso, da unten. Ich wollte gerade sagen, hey. Ja, sehr schön. Haben wir das bis hierhin noch geschafft. Läuft doch ganz gut. Da kann man doch wirklich nicht meckern, würde ich sagen. Ja, machen wir hier, denke ich mal, Folgenende. Ich fahre hier nochmal runter. Dann sammeln wir da den nächsten Betonblock ein und dann gucken wir, wie wir von da aus dann den restlichen Krempel hier noch einsammeln. In der nächsten Folge. Gucken wir mal, wie weit wir da dann kommen. Ein bisschen was haben wir ja noch einzusammeln. Aber das sollten wir ja eigentlich hinkriegen. Die kleinen Rohre machen mir noch so ein bisschen Sorgen, weil ich noch nicht weiß, wo ich sie herkriege. Aber gut, das werden wir noch rausfinden. Und dann schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auch war eine sehr, sehr ruhige Folge, ne? Tiefenentspannt. Eher sowas für den... So eine leichte Kost, was so zum Einschlafen für abends im Bett. Wenn man dann da noch liegt und ein bisschen YouTube guckt. Und ja, gerne mal kommentieren, bewerten und auch gerne ein kostenloses Abo da lassen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Bis dahin. Ciao, ciao.